Hallo liebe Freunde von Auswandern Thailand, wir begrüßen euch herzlich zum KK-Team. Heute sind wir hier auf dem Orchideenfest in Chandaburi. Viel Spaß, lasst euch überraschen, was wir alle sehen. Es geht gleich weiter nach dem Intro. Schöne Orchidee hier auf dem Orchideefest in alle Farbe. Ein Traum, oder? Eine Farbenvielfalt, die man hier sieht, das ist Wahnsinn. Schaut euch das an. Ja, auf dem Fest hier werden also auch die schönsten Orchideen ausgesucht. Ja. Von der ganzen Region kommen die Leute hierher eben für Orchideen zu präsentieren und auch zu verkaufen. Das ist auch eine Verkaufsveranstaltung, ne? Wie ihr seht. Da hat man ein schönes Plätzchen gefunden. Ein schönes Plätzchen gefunden, was Selfies zu machen. Ne? Also wirklich traumhaft, oder Leute? Klasse. Schaut euch diese Vielfalt an. Hammer, oder? In allen Farben hier. In allen Größen sind die Orchideen. Alle Größe, in alle Farbe, egal wo du hinguckst, überall Orchidee. Ein richtiger Orchideentraum. Ne? Richtig schön groß. Ne? Einfach nur traumhaft, Leute, oder? Leute, hat gesagt, bitte nicht riesen. Warum? Gott, das Zeug hat er nicht gesehen. Das war nicht gut. Ach so, aha, gut zu wissen, siehst du? Ja, also man hat gerade durchgesagt, dass man nicht drauf riechen soll, weil die, die so scheiße sind, sind sehr stark behandelt mit, ja, mit Medizin, keine Ahnung, wie man das nennt, oder mit Mitteln halt, dass sie auch so scheiße sind, wie sie sind. Man soll nicht riechen drauf, weil das auch, ja, durch den kommt man, komisch, ne? Natürlich jetzt eine Aussage, wo du durchgemacht hast, wo er mich ein bisschen zerstört, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, die kennt man in Deutschland nicht bezahlen, überhaupt nicht. Ne? Ein wirklicher Traum, was die da aufgebaut haben. Ne? Mit Wasserfeld, ja, mit allem. Ja, Pflanzenschutzmittel. Genau, so nennt man das. Pflanzenschutzmittel, dass es so schön überhaupt sind, wie sie sind. Ne? Eine Farbenpracht auf jeden Fall Wahnsinn. Naja, knappere sollte man natürlich nicht drauf, gell? Klar. Ja, natürlich, richtig. Ne? Klar, die Insektenschutzmittel, die müssen natürlich dran, ne? Dass sie auch so schön bleiben und nicht die Insekten tragen. Stimmt natürlich. Da vorne, da gehen wir jetzt hier, da vorne machen sie Wettbewerb, wer die schönste Leung Chan hat, also die schönste Orchidee hier von Chandaburi, diese Chandaburi-Orchidee, diese gelbe hier.
Wir laufen jetzt also hin von dem Wettbewerb, weil der erste Platz hatten so. Ne? Gucken euch die mal an her. Wahnsinn, oder? Hammer. Ach, wie riesig her. Traumhaft, ne? Finde ich auch. Das ist ja Orchidee von Garantie von nur Chandaburi. Genau, das ist Orchidee Garantie von Chandaburi. Lirng Chan heißen die. Wahnsinn, ne? Und wo ist der erste Platz? Ich rechne mal da die bestimmt. Ach so, das hat noch gar nicht angefangen. Nein, komm mal mehr, komm. Ach so, die werden also heute ausgesucht. Die ersten Plätze werden ausgesucht. Ja. Ach, schon Wahnsinn. Gucken euch das auch an. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Das, nur die, das wird bestimmt die Nummer 1. Also ich finde, die sieht Wahnsinn aus. Oder? Das hier wird die Nummer 1, ich bin mir sicher. Ja, das ist 100%. Ach, wie riesig, mit viele, viele Blumen drauf. Wahnsinn. Ja, das ist die Lyung Chan eben. Das ist also, die wird hier dann auch, da wird ein Preis ausgemacht. Also wer hier der Gewinner ist, halt, wer die schönste halt hat. Ne? Das war die Party, heiße, nach Lyung Chan. Sei, also nur in dieser Zeit blüht die. Nur jetzt in dieser Zeit blüht diese Lyung Chan. Ne? Deswegen ist auch diese Party um diese Zeit. Ne? Weil die Blüte immer um diese Zeit nur sich öffnet. In diesem Monat halt. Wahrzeichen hier für Chandaburi. Stände, ne, wo Blumen verkauft werden auch. Ne? Und ein Matsch ist hier. Ach Leute, ich habe schon ein paar Schuhe müssen kaufen. Ein paar Schuhe musste ich schon kaufen, ein paar Gummischuhe. Ich bin voll im Matsch versunken, Leute. Super, ne, Bayonetta? Finde ich auch. Ja, können wir doch machen. Korn, will du gerade was gucken? Oh, die sehen auch schön aus. Stände, ne, wo Blumen verkauft werden auch. Ne? Und ein Matsch ist hier. Ach Leute, ich habe schon ein paar Schuhe müssen kaufen. Ein paar Schuhe musste ich schon kaufen, ein paar Gummischuhe. Ich bin voll im Matsch versunken, Leute. Super, ne, Bayonetta? Finde ich auch. Ja, können wir doch machen. Korn, will du gerade was gucken? Oh, die sehen auch schön aus. Blumen ohne Ende, Leute. Das an hier. 80 Baht kostet so große Orchidee hier. 80 Baht, was ist das? So 2 Euro oder so, hä? Wahnsinn, oder? Wahnsinn, oder? Hallo. Hammer, oder? Super schön. Das ist Zettel, aber du brauchst ja 10 Stück, das schön aussieht, finde ich. So richtig schön, wie die aufgebaut sind, die über, ne? Toll. Ja klar, ich meine, die Orchideen sind halt in Deutschland wesentlich teurer, ne? Ah, es ist schon was los mit dem Fest hier. Hier kriegt man auch Nutzpflanzen, Leute. Nutzpflanzen bekommt man alle möglichen Sorten. Und die Zikade machen ganz schön Krach. Überall Blumen. Schaut euch diese Seerose an, sind die nicht super? Alle schöne Farbe, kosten 3 Stück 150 Baht. Also 3 Seerosen 150 Baht, 3 verschiedene Farben. Katan-Sam-Tee hat sie. Ja, Katan-Sam-Tee. Na, so schön, ne?
Ja, ich meine, man sieht ja wieder, ja, was heißt du, oh, ich hab schon ein paar Mal gehabt. Bei mir werden sie meistens in den Fisch gefressen. Keine Ahnung. Hier sind auch ganz viele Nutzpflanzen, die man kaufen kann. Ich will ja Kokos, ich will ja Kakao kaufen. Aber Kokoa noch nicht gesehen heute. Wer aber haben wir gerade gehört? Schauen wir mal, da oben wir. Ist natürlich schon schwierig, da durchzulaufen mit dem ganzen Matsch, was man da so sieht, Leute. Aber ich finde, die Blumen sind es wert. Ne? Das, was man hier sieht, ist schon was Besonderes. Ne? Aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Sonst, wo man daherkommt, ist immer heiß wie der Teufel, dass man bald keine Luft mehr kriegt. Und jetzt hat es halt geregnet die letzten drei Tage. Ne? Muss man damit leben, muss man durch mit. Also eine riesige Auswahl hier. Da kommen Kakteen. Warte mal, da gehen wir auch mal kurz hier zu den Kakteen. Ja, ganz viele Orchideen. Mit Blüte sogar dran, mit kleinen. Ach Quatsch, Orchideen. Nee. Kaktusse meine ich natürlich. Ach nee. Bei lauter Orchidee ziehe ich keine andere Blume mehr. Schöne Kakteen. Guck mal da unten her. 60. Oh, 60. Hier ist die Lüngchang, also das Wahrzeichen von diesem Fest hier, diese gelbe Orchidee. Auch sehr schön hier. Wir sind hier in Chantaburi, der östlichen Provinz Thailand, auf dem Orchideenfest hier in Chantaburi. Seit 2 Jahren endlich mal wieder gemacht worden. War 2 Jahre ausgefallen. Eine wahre Blumenpracht. So, jetzt haben wir gerade einer von deinen Bäumen hier gekauft, weil die Seite habe ich noch nicht. Und die Blüte, die halten wochenlang. Wie Plastik. Also die weiße, wie gesagt, haben wir, die rote haben wir auch, nur deine da haben wir noch nicht. Ja genau, die haben wir auch daheim, die zwei Seiten da. Die zwei Seiten haben wir auch daheim. Der rege Eintritt heute Nacht haben wir natürlich jetzt hier ganz schön viel mit Matsch zu kämpfen. Ich habe mir schon ein paar Schuhe müssen kaufen, Leute. Konnte man nicht durch. Ja komm, gehen wir erstmal was essen. Gehen wir geradeaus durch. Ja genau, wo die Leute entlanglaufen sind, geht's. Ne? Oh, Korn hat Hunger. Hat kein Wert. Jetzt müssen wir was essen gehen, Leute. Natürlich schwierig dort zu laufen. Sag ich, ein paar Schuhe hat es mich schon gekostet. Also ein paar Schuhe habe ich mir schon gekauft. Schaut euch das an. Ne? Also man muss sich wirklich einen Weg suchen, wo man nicht in den Matsch versinkt. 3 Tage Regen haben das verursacht, Leute. Mit viele Orchideen wieder. Alle Sorte, alle möglichen Sorte wieder her. Ja, es ist ja jetzt Trockenzeit, aber es regnet auch in der Trockenzeit ab und zu mal, was natürlich ein Segen ist normalerweise. Ja, also ich habe jetzt schon 2 Monate keinen Regen mehr zu Hause gehabt. Ich war glücklich, wie es gestern Abend bei uns ein bisschen geregnet hat, aber hier hätte es schon 3 Tage geregnet, was natürlich ungewöhnlich ist, so 3 Tage an einem Stück. Ah, nicht Donnerleidilack. Ah, du haben wir Kokao. Ach so, nicht Kokao. Ah, so, das ist das, was die Oma da will. Dog Lamduan. Aha. Schatzi, wenn die Oma die will, dann kaufst du die für die Oma. Die Oma will in ihrem Leben so, wenn die will, kaufst du die für die Oma. Die findet man ganz selten. Das ist noch eine Blume. Eine ganz alte Sorte von Blume. Man hat ja auch, ne? Ja, ja. Schatz, ich muss gucken, wo ich schlafe. Ich rutsche da aus in dem Matsch.
Du bist so matschig. Es ist einfach so ein schlechter Matsch da her, so schwierig mit dem Matsch da zu laufen. Da müssen wir noch ein paar Mal herkommen. Ich finde, das ist auch sowieso ein Mehrfahrerbesuch wert. Diesen Jahr traumhafte Bäumchen hier. Die sind vor allen Dingen, werden die immer gezüchtet so nach ihrer Wurzel. Ne? So sind immer die Wurzel was ganz Besonderes. Ne? Also die Wege sind schon enorm schlecht. Boah, da muss man so aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Ah, die Thailänder sind da hart im Nehmen. Thailänder sind da hart im Nehmen. Oh, die laufen dich dann im Matsch durch, die kennen doch nichts. Ich das auch. Der Pickup ist ingesackt. Da du die Essensstände mit Gas beliefert, da kommt aus der Matsch schon nicht mehr raus. Schatz, lieber weg, ich bin ein bisschen quatschnass gespritzt, dreckig gespritzt. Ach du heiliger Bimbam. Ach du heiliger Bimbam. Ja, ja, Schnapsi, da hast du recht. Aha. Balukfu. Also hier sind wir an der Essensstände, weil meine Frau muss jetzt erst was essen. Korn wird schon langsam ungeduldig, der wisse Thailänder und Hunger, es geht nicht, unmöglich. Müssen wir jetzt erst was zu essen schnappen und dann geht's weiter auf den Markt. Nee, nee, Schatz, ich brauch was gleich was Großes. Mit deinen Spieß ja du, muss ich fünfmal was Verschiedenes essen. Ach, da gibt es Avocado-Drinks. Strawberry-Drinks. Schaut euch das auch her. Ja, ja, ich. So, was man da vorne sieht, ist ein Pickup, wo Sand bringt. Die tun jetzt Sand auf den Weg, Strau überall. Damit man durchlaufen kann, einigermaßen besser. Ne? Hier alle möglichen Sorten von Bananen. Finde ich immer wieder interessant, was hier für Thailand für verschiedene Bananen gibt. Absolute Hammer in alle möglichen Farben. Von sechseckig bis rot, bis schwarz, dass sie fast aussehen, wie wenn sie faul sind. Ganz fantastisch, ne? Guck gleich das an. Da ist die rote Banane da hinten. Alle Sorte Banane hier. Ist schon super, ne? Der Matsch da durchfahrt, da wo das Sand bringt. Jetzt kommt das nächste Auto mit Sand, der fährt auch noch drin. Oh, oh, ich fahre lieber mal weg. Da rutscht mir noch ins Hosenbein. Ach, du heiliger Bimbom. Guck mal, ich das an. Ach, du heiliger Bimbom. Ja, da geht's ab her. Aber die Thailänder nehmen das ganz locker durch. Oh ja. Man läuft halt mit der Umlaut matschige Fies. Ne? Warum die LKWs da hinfahren, die bringen Sand da hin, um die Wege zu befestigen, dass sie nicht so matschig bleiben. Ne? So, überall machen sie jetzt Sand hin und die tun das verteilen, dass die Leute besser laufen können. Ja, die machen sich schon Arbeit. Euch meine Füße an, sieh ich aus. Ach du Heiliger. Jetzt essen wir gerade noch was Süßes zu. Roti Gorb. Das sind also diese Pfannkuchen, aber ganz hart gebacken. Schön knusprig, echt lecker. So, die Thailänder überall, die haben auch immer noch so Plätzchen, wo man als Selfies miteinander machen kann. Ne? Schön gemacht, die ganze Tiere, das sind aus Blüte gemacht. Ne? Sieht ganz interessant aus. Ne? Warum das hier? Normale Blumen, echte Blumen, aber weiß nicht, mag Party oder. Wenn es schon drei Tage geregnet hat, Schatz, darfst du nicht vergessen. Da haben sie schlecht keine was vorbereitet in der Richtung. Mensch, ich kaufe auch Blumen mit den Pflanzen vor. Ah ja, alle. Naja, auf jeden Fall sieht so schön aus. Ja, aber später, ne? Pflanzen, Blumen, das ist sehr schön. Seite von Bäumen sind halt hier in Deutschland sauteuer.
Auch hier in Thailand, wie gesagt, sind sie auch nicht gerade billig, ne? Aber doch wesentlich günstiger. Ne? Aber eine ordentliche Größe mit den Wurzeln, ganz fantastisch. Ne? Sieht schon toll aus. Menschenmäßig ist hier ganz schön was los hier in Chanthaburi. Doch, muss man echt sagen. Ganz viele Leute unterwegs. Diese Wägelchen kann man mieten mit einem Fahrer, der läuft den ganzen Tag hinter der her. Und das kostet 400 Baht. Für den ganzen Tag läuft er da auf dem Markt hinterher und bringt deine Waren immer zu deinem Auto. Auch interessant, ne? Hier kann man kleine Kois kaufen, alle Sorten von Fischen hier. 100 Baht bis 95 Baht, die verschiedene Größe. Ja, ich brauche, das ist also sozusagen die Tierabteilung, fängt mit Fische an. Genau, hier sind die thailändischen Kampffische. 20 Baht. Die müssen immer getrennt halten. Die muss man immer getrennt halten. Wenn man sie zusammen macht, zusammenlässt, kämpfen die sofort. Die schwimmen hier in Thailand auf der Reisfelder rum. Fische, 150 Baht ein Fisch. Der da, schöne Kois, die Größe 150 Baht. Hier ist noch ein Bäckerfer 60 Baht. Kostet einer von diesen Kampffischen hier, von den Thailändern, zwischen 60 und 80 Baht. Ich finde, das sind wunderschöne Fische. Ne? Schaut euch diese Fische an, sind die nicht schön? Die muss man getrennt halten, sonst kämpfen die bis zum Tod. Das ist, was das Aquarium-Herz höher schlägen lässt. Ne? Ah, da kommen jetzt, weiter zu den Mäusen. Nur für schön, nicht für zum Essen. Nein, das sind ja Kaninchen. Keine Hasen, das sind Kaninchen. Guck mal die Ohren von denen an, guck dir die Ohren von uns an. Wie viel? Wie viel? Die kostet 800 Baht, über die 150 Baht. Die Schlappohre, ja, ja. Die Witter. Ja, ja. Das kann ich mir leiden, so die Hunde, wenn sie so hocken im Käfig, gell, aber wenn sie gut absitzen, ach, die Hunde sind doch, ach Gott, sind die goldig, Leute. Ach, sind die goldig. 25.000 kostet einer. Aha, American Bully. Aha. Ach, scheiße, sind die. Ach, sind die so goldig, Leute. 25.000. Mausi, man kann schon anfangen, kann später. Oh. Scheiße, sind die alle gar. Jeder Hund ist goldig. Ja. Ja. Komm, die Glände durch. Ja, Chris, es ist sowieso schwer. Ach so, einer, den ich so fett mitnehmen. Aber 25.000 Baht. Aber schön. Ach, ist der goldig. Ach, mein Name und Galle. Ach, ist der goldig. Oh, also das hier ist das Fest hier mitten im Schlamm. Ganz schön viel los heute, man sieht ganz viel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Also mein Fazit zu dem Fest. Das Fest ist sehenswert, man muss es einfach gesehen haben. Ist natürlich bei schönem Wetter umso schöner. Bei uns hier jetzt mit dem Matsch und so ist es natürlich ein bisschen schwierig, da durchzulaufen. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn das Fest ist, und das ist jedes Jahr einmal hier in Chanthaburi, sollte man auf jeden Fall besuchen, weil es ist sehenswert. Einfach nur sehenswert. Man sieht viele Dinge, die man eben noch nicht gesehen hat. Ob das Blumen sind, ob das Nutzpflanzen sind. Einfach nur toll. So, Freunde, das war's vom KK-Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal wieder.
euer KK Team Karl und Korn. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kostet schon kein Geld. Also, Abo keine Ahnung lassen, kostet auch kein Geld. Viel Spaß nochmal für euch. Bis zu unserem nächsten Video. Ciao, ciao. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.